Herzlich willkommen für jene, die mich nicht kennen. Mein Name ist Georg Diegruber. Ich lebe im Salzburger Bongau und habe vor 12 Jahren auf einen tiefen Herzenswunsch heraus eine Initiative gegründet, deren Namen sich gewechselt hat und das jetzt in der Ökonomie der Menschlichkeit mündet. Und der Ansatz ist, mich zu bedanken für 12 Jahre und für das, dass die Ökonomie der Menschlichkeit das Potenzial hat, aufgrund Mitwirken vieler Menschen, die neue Wirtschaft zu werden. Wie immer jetzt Wirtschaft an Universitäten definiert ist und was ja Volkswirtschaft ist, wir merken, Menschlichkeit und Wirtschaft als Symbiose ist der absolute Schlüssel. Und es wird nächstes Jahr 2023 die Ökonomie der Menschlichkeit in ganz Österreich breit sichtbar werden, am 21. März. Kurz zurück vor 12 Jahren und besondere Menschen, es war sehr selten, aber haben mich gefragt, was ist denn meine Motivation, das zu tun, was ich tue? Ich bin kein Unternehmensberater, ich bin kein Psychologe, ich bin kein Spezialist. Ich bin ein geläuterter Mensch und die Läuterung war sehr viel über die Familie, über meinen Vater, der lebenlang depressiv war. Im Nachgang ist ein ganz großes Geschenk, ist, weil ich lernen musste. Und ich habe eine ganz tolle Partnerin, ich nenne sie Perle, meine Elisabeth, seit über 30 Jahren, ist sie an meiner Seite. Und ich habe sie nicht verloren, obwohl ich sie nicht wollte am Anfang, weil ich Nähe nicht zulassen konnte. Und jetzt sind wir verbunden. Die Elisabeth hat gerade gesagt, so viel gelacht wie heuer haben wir überhaupt noch nie. Und ich sprich ein bisschen oder versuche Hochdeutsch zu sprechen, weil der Wunsch aus Deutschland gekommen ist. Es ist sehr interessant, aber es sollte besser verständlich sein. Und die Ursprungsidee war, einen kurzen Rückblick zu machen, ein Danke. Ich möchte aber jetzt auch einen Ausblick machen in das nächste Jahr. Aber kurz nur zu meinem Vater. Er war ein Leben lang depressiv und wir haben uns im letzten Jahr, vor allem im letzten Jahr, sehr gefunden. Das war sehr heilend. Und ich habe einfach gemerkt, dass jeder Mensch das Maximum gibt. Und er hat ziemlich in der Schlussphase gesagt, die Familie ist am allerwichtigsten. Das konnte er nicht leben, das konnte er nicht zeigen. Es hat auch keine Umarmungen gegeben bei meinen Eltern, aber wir haben keine Nähe gehabt. Er wollte keine Veränderung. Und gerade jetzt in der Zeit geht es genau um diese Veränderung, die als ganz große Chance gesehen werden kann, wenn wir auf die Chancen fokussieren. Und ich habe da eine Feder in der Hand. Und ganz ein lieber Freund, der Joachim Schaffer-Suchomel, für jene, die bei der Wanderung dabei waren, im Spital an der Trauer, hat uns schöne Impulse gegeben, hat mit mir Aufstellung gemacht online und hat gesagt, zu gewissen Themen, ja, nimm da Symbolen. Und ich war da in St. Johanna im Coworking, bin jetzt im wunderschönen Filzmoos und habe halt intuitiv genommen, was gerade da war am Schreibtisch. Und wie die Frage war, nimm was für deinen Vater, was die Feder. Und Feder steht für Leichtigkeit und da. Joachim hat gesagt, ja, nichts Schöneres gibt es eh nicht, dein Vater steht für Leichtigkeit. Und die Leichtigkeit verbindet damit, und das war für mich die Berührung und das war der Impuls, warum ich gesagt habe, ich nehme Verantwortung, dass wir als Gesellschaft in eine gute Zukunft gehen. Dass mein Vater, und das habe ich so erwartet, nach diesem Kampf, nach diesem Lebenskampf, der letzte Kampf, der Abschied ist, wenn er stirbt, wenn er übergeht. Und es war genau gegenteilig, er ist friedlich eingeschlafen und das war so eine tiefe Berührung und ich kann auch da in die Emotion gar nicht reingehen, weil ich dann auch gar nicht mehr weitersprechen kann. Das war so befreiend. Er hat das Leben in Frieden, in Leichtigkeit abgeschlossen, er ist leicht gegangen und ich habe auch Menschen erlebt, die sehr, sehr schwer gegangen sind, die gekämpft haben. Das war bei ihm nicht, das war Leichtigkeit. Und ja, und dann beim Verabschiedung in der Kirche habe ich gesprochen, Pfarrer hat gesagt, der Pater Klaus, sowas hat er noch nie erlebt. Und das war dann der Impuls, wo ich gesagt habe, ich möchte einen Beitrag leisten. Und das sind eben 12 Jahre. Im heurigen Jahr habe ich so das Gefühl gehabt, verstehe erst schon langsam, warum ich das mache, was die Ökonomie der Menschlichkeit ist. Und da sind ganz besondere Menschen nochmal in mein Leben gekommen. Und ich habe mir ein paar Bücher hergerichtet. Und zwar deshalb hergerichtet, um ein paar Krücken zu haben. Ich spreche ja gern aus der Intuition heraus, ohne Konzept. Und ein Buch ist, das mir jetzt kürzlich in Linz zugeflogen ist, Sepp Forcher, Das Glück liegt im Kleinen, Lebensweisheiten. Sepp Forcher war einer der allerersten Botschafter. Er ist in Österreich sehr bekannt und hat Klingendes Österreich gemacht. Und wie ich den Sepp kennengelernt habe oder vielmehr bei ihm war,
hat er gesagt, ja, was macht sie? Und habe ihm so einen Flyer hingelegt. Und dann hat er gesagt, ja, das ist aber da esoterisch. Ich glaube, das war Rüdiger Dahlke damals eine Veranstaltung. Und wir haben gesprochen, was ist Esoterik? Und er war ja ein sehr, sehr belesener Mensch. Und wir sind aber dann auf die Spiritualität gekommen. Und er war ein sehr spiritueller Mensch. Und in dem Buch liest man das auch sehr stark außer, dass ihm die Rückverbindung gilt. Und er war ein sehr religiöser Mensch. Und Religio ist ja die Rückverbindung. Das hat mit irgendwelchen Konfessionen nichts zu tun. Und er war wirklich ein ganz toller Begleiter und er war ein Begleiter aktiv. Er war beim Dankbarkeitsstammtisch dabei, er hat die Begegnungszonen einmal begleitet. Und sein Sohn Karl war bei uns im Team und er hat auch ein Nachwort geschrieben. Und warum ich das auch erwähne, ist, ich werde selbst ein Buch schreiben. Ich habe viele Menschen immer wieder vorgeschoben und jetzt auch mit einem Hotelprojekt war die Idee, da gibt es einen tollen Verlag, Bücher im Zimmer aufzulegen. Und Barbara Rettenbacher hat gesagt, Georg, du schiebst immer wen vor, das ist deine Energie, das ist dein Spirit. Mach du das Buch und das mache ich jetzt. Ein Büchlein, mal schauen, wie das ausschaut. Auf alle Fälle, Sepp Forcher hat mich sehr, sehr inspiriert und was auch interessant ist, wir haben Mentoren, Botschafter, wir haben Wegbereiter, wir haben so eine ganz schöne Landkarte mit tollen Unternehmern und die waren die ersten Möglichmacher, die haben mir das finanziert, wird es sonst nicht geben. Der allererste war Weiß Christian, der Holzhändler im Salzburger Bongau, bei dem ich gerade heute in der Früh war. Und ja, das ist einfach jetzt was, was sich so verdichtet und was so schön wird und wo ich spüre, wow, das wird die neue Wirtschaft. Wir werden allerdings künftig, und das ist jetzt mit den Botschafter-Mentoren noch gar nicht kommuniziert, aber die werden alle Info kriegen, dass wir das lösen, weil jeder Botschafter ist. Und ein Botschafter ist ja immer jetzt, wenn ich da schaue, im Sepp Forcher, Helmut Mödelhammer, Erwin Thoma, Matthias Strolz, Elisabeth Fuchs und Cornelius Urbania und viele andere, Felix Gottwald, sind ja alle als Botschafter in ihrer Rolle. Und Rolle ist Person. Und Gerald Hüther ist einer der Geburtshelfer 2017. Der hat immer von Objekt zu Objekt gesprochen. Und das Objekt ist die Person. Man begegnet immer einer Person und keinem Menschen, weil er bekannt ist, weil er berühmt ist, weil er eine Beliebtheit hat wie Sepp Forcher etc. Und ich glaube, und das ist glaube ich der Erfolgsschlüssel, bin immer den Menschen begegnet. Ich habe immer den Menschen dahinter gesehen. Und darum haben wir alle ja gesagt, die ich gefragt habe. Und das ist jetzt das Subjekt nach Gerald Hüther. Mich interessiert der Mensch dahinter. Und mit dem Ansatz haben wir in der Ökonomie der Menschlichkeit ganz, ganz große Möglichkeiten. Und mit der Ökonomie der Menschlichkeit geht es eben darum, Wertschöpfungskreisläufe zu schaffen, einen Raum für Begegnung. Wir bräuchten ja heute nicht mehr Ladengeschäfte oft. Ja. Die sind aber als Begegnungsräume ganz wichtig. Und am 21. März, bitte notieren, wird sich die Ökonomie der Menschlichkeit ganz, ganz breit zeigen. Und auf menschlichkeit.jetzt findet sie die Info. Ich habe noch ein paar Bücher da. Beziehungsweise vorher noch ein Punkt, wo ich mich wirklich bei vielen, vielen Menschen bedanken möchte für das heurige Jahr. Das hat mit der Wanderung zu tun. Wir sind vom 21. März in Gumpolskirchen startend nach Spital an der Trauganger. Und das war ganz wesentlich ein Impuls von Gregor Sieböck. Wirklich ein ganz guter Freund. Der gesagt hat, der Weg entsteht im Gehen und wir sind über diese Strecke planmäßig 10 Unternehmern begegnet. Eben über Gumpolskirchen startet die erste lebenswerte Gemeinde, die Luftburg, Christine Saas, der Nikolaihof, da ist alle enge Verbindungen, Elisabeth Kollerig, Luftburg, Wörle, Wimmer Schneidert. Da ist der Sakoria-Unternehmen in der 9. Generation, geht jetzt in die 10., die das Handwerk noch pflegt, die auch nicht über Rabatte verhandelt im Wertschöpfungskreislauf beim Einkauf und. Es gibt so viel Schönes, Ermutigendes in Österreich und über die Ökonomie der Menschlichkeit kann diese gemeinsame Wirkkraft bekommen und der Ausdruck wird sein Freude. Das heißt, in diesen Unternehmen wird man freudvoll arbeiten, man wird sich immer daran erinnern und das ist einmal das gemeinsame Anliegen, handelt die menschliche Ökonomie der Menschlichkeit. Macht es mir Freude, was ich gerade tue und mit diesem gemeinsamen Anliegen wirken wir
Und da mir ein ganz wichtiger Übergang dazu ist, und das war für mich lang selbst eine Herausforderung, dieses Feinstoffliche, die Beseeltheit, das Geistige auch zu sehen und das als richtigen Antrieb zu sehen. Alle Großen haben einen tiefen Spirit gehabt. Das war nicht aus der Ratio heraus, was da große Komponisten oder Einstein und wie soll ich heißen, sondern das war einfach aus dem Höheren heraus. Und ich spüre teilweise selbst, dass es einfach Impulse gibt, die so klar sind und diesen folgend dann ganz was Schönes entsteht. Es gibt wirklich Signale. Und eins, was ich da noch überleiten möchte, ist Johannes Huber. Ist ein Theologe, Arzt in Wien. Und der sollte bei einem großen Kongress, den wir veranstaltet haben, 2019, die Eröffnungsrede machen. Und einer der Akteure dort hat gesagt, wenn Johannes Huber diesen Kongress eröffnet, dann ist er nicht dabei, weil das ist ein Esoteriker. Und der ist ein Theologe und Arzt und viele Bücher geschrieben. Und eines davon ist, die Wissenschaft entdeckt das Unsichtbare. Und das ist jetzt richtig die Einladung, dass man sagt, es gibt Dinge, die nicht greifbar sind, die definitiv da sind. Und was ich jetzt ganz erstaunlich interessant finde, ist, dass auf einmal im Radio am Sonntag, wir horchen, meine Partnerin und ich, und beim Frühstücksfernsehen Gerhard Drechsel Gast ist. Und Gerhard Drechsel war lang Vorstand in der Spar, größte Handelskette in Österreich, schreibt ein Buch oder hat ein Buch geschrieben, auf den Spirit kommt es an. Und diese Sendung war sehr interessant und ich habe mir dann gedacht, ist das jetzt Marketing, was der macht? Oder ist es richtig jetzt was, wo es um einen Menschen geht? Weil er schreibt ja da hinten, es geht um Spirit und Menschlichkeit. Und ich habe den Herrn Drechsel, wurde mir auch die E-Mail-Adresse übermittelt, eine E-Mail geschrieben, dass ich mich gern mit ihm austausche. Und ich glaube, es geht jetzt um unsere gemeinsame Zukunft. Es geht nicht um Groß, Klein, die Bösen, die Großen, die Dominanten. Ich kenne Unternehmer, die sind sehr, sehr begeistert von der Spar. Die sagen, ja, ohne Spar wäre das nicht worden. Aya Molfo von Neni ist so eine, die gesagt hat, die haben ganz viel Raum gegeben, den Humus weiterzuentwickeln. Ich habe das jetzt alles nicht abgestimmt mit den Menschen und weiß ja gar nicht, ob das jetzt in dem Sinne ist, das zu kommunizieren, aber es gibt da Unternehmer, die sagen, da geht es nur um Geld und mein Produkt als Erzeuger wird nicht wertgeschätzt. Ich werde jedenfalls berichten. Der 21. März, noch einmal gesagt, wird ein Feiertag. Da werden sich viele Unternehmer zeigen in Österreich, Tag der offenen Begegnungsräume. Wir sind Sozialwesen, es geht um die Begegnung, um die Menschlichkeit. Du interessierst mich als Mensch. Und ein ganz großes Geschenk ist noch dieses Logo. Thomas Müller hat das entwickelt. Wir haben ein tolles Team, da ist Martin Buttecker dabei. Aber das ist jetzt eine Geschichte von Thomas Müller. Und dieses Logo hat Wirkstrahlkraft und das wird bei diesen Unternehmen dann im Eingangsbereich sichtbar sein. Das wird sehr hochwertig sein und danke an Barbara Rettenbacher, die das geistige Wort nochmal hat, welcher Kraft das hat, das hochwertig wird losholt sein. Wir haben gerade heute in der FH in Kugel und wir haben Christian Weiß, der Holzkompetenz hat, unser erster Ermöglicher ist und das ist jetzt auch noch ganz stark da. Christian hat einfach gespürt, wie wichtig mir das Projekt ist. Und er hat das möglich gemacht. Er hat mir ein Auto gekauft, er hat eine Grundfinanzierung gemacht. Er wollte auch gar keine Werbung haben. Und das ist erstaunlich. Und wir werden am 21. März auch Mäzenen finanziell präsentieren. Das sage ich jetzt, ohne dass wir wissen, wer es ist. Aber ich spüre, das ist so. Und Geld darf dem Leben dienen. Weil was ist die Ökonomie der Menschlichkeit? Sie ist eine Wirtschaft, die dem Leben dient. Und wenn ich jetzt Geld jemandem gebe, damit wir als Gesellschaft in eine gute Zukunft gehen, dass wir ermutigen, dass die Wirtschaft am Mittelstand eine Chance hat und dass wir auch Freude in einen Rahmen bringen, der greifbar wird, das nichts Subjektives ist, das messbar wird, das skalierbar, evaluierbar wird, wo wir mit der Uni Innsbruck, mit einem tollen Professor in Kontakt sind. Meinungsumfragen machen, wie geht es uns als Gesellschaft und uns ermutigen und den Fokus wirklich von diesem Gegnerischen hin in die Selbstermächtigung, in die Gestaltung schaffen und die Ökonomie der Menschlichkeit bei den
ja, Kunden immer mehr aufpoppt und immer wieder mal in Bezug kommt, dann ist das eine Bewusstseinsbildung. Wir brauchen keinen Systemwandel, der von vielen gefordert wird, einen Bewusstseinswandel, und den fördern wir. Ja, herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben. Also ich könnte da jetzt in die 12 Jahre, das sind hunderte Menschen, die mal kurz dabei waren, wo wir auch intensive Prozesse haben, wo ich lange Herausforderungen gehabt habe, zu erklären, was es ist, braucht es jetzt auch nicht mehr. Der Ikonie der Menschlichkeit ist richtiger Gestaltungsraum, jeder für sich, aber immer mit der gleichen Richtung, dass wir als Gesellschaft in eine gute Richtung gehen und dass das Leben Spaß macht und dass es Freude macht. Diese sehr anstrengende Phase, die wir jetzt haben, die wird sich wandeln. Wir dürfen aber glauben dran, denn jeder hat immer recht. Das ist auch immer interessant in Gesprächen, wenn man sagt, ja, es ist schwierig, es wird schwieriger, es ist ein Kampf. Natürlich, und ich kenne auch Menschen, die sagen, es geht in eine andere Richtung. Und wirklich ganz, ganz tolle Unternehmer. Und einer, der mir jetzt gerade noch einfällt, der Gerhard Zubeck, Adamer Biohof, der hat das Unternehmen in Machfeld an 4 Kindern übergeben. Ja, das ist eine Riesenherausforderung. Und die sind sehr ökologisch nachhaltig und sehr menschlich. Und die Menschlichkeit darf in den Mittelpunkt kommen. Weil viele, viele Organisationen, und es kommt jedes Monat wieder irgendeine neue Organisation, Wirtschaft mit Herz, haben wir gestern einen Austausch gehabt, ganz was Junges. Sehr, sehr interessante, wirklich beherzte Menschen. Es geht um die gemeinsame Wirkkraft. Und das ist das, was noch sicher Herausforderung ist, dass wir Naturgesetze in dem Sinn auch erkennen, dass es was Großes, Gemeinsames wird. Und die Chance haben wir über die Ökonomie der Menschlichkeit. Es war jetzt etwas länger. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich auf menschliche Begegnungen, weil der Weg der Menschlichkeit, wie wir den nennen, über 888 Kilometer, der wird nicht im 2023, sondern 2024 dann eine entsprechende Kraft kriegen. Und da haben wir Unternehmen verbunden, raus in die Natur, wieder einen Bezug finden, Erzeuger, Konsumenten, dass man wieder weiß, wie entsteht was, hinterfragen. Also viele, viele Dinge, und bei sich selbst einfach anfangen und einfach sagen, wenn man im Außen was hat, ich tue nicht den Spiegel weg, sondern ich schaue, was ist jetzt die Botschaft. Und ich habe auch ganz viele Botschaften gekriegt, auch von Freunden, die ganz eng sind, Michael und viele andere. Gerlinde Hans, und ja, ich bin jetzt richtig im Leben angekommen, habe Jahrzehnte gehabt, wo ich überhaupt nicht gewusst habe, was mache ich auf dem Planeten. Und jetzt weiß ich das, dass das alles eine Vorbereitung war, und ich sehe da meine Berufung in der Ökonomie der Menschlichkeit und lade allen Unternehmer, die da inspiriert werden, ein, mitzuwirken. Und am 21. März werden wir uns gemeinsam zeigen. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Viel Freude.